Obst- und Gemüsereste sowie Küchen- und Gartenabfälle. Sie alle gehören in den Biomüll oder auch in die sogenannte braune Tonne. Mit der Entsorgung dieses Mülls in den dafür vorgesehenen Tonnen endet für uns als Konsumenten die Geschichte des Bioabfalls. Falsch, denn dort beginnt sie erst. Seit 1989 ist die getrennte Sammlung von biogenen Abfällen und deren Verwertung fixer Bestandteil der steirischen Abfallwirtschaft. Ja, im Bereich des Abfallwirtschaftsverbandes Knittelfeld, das ist also die Stadtgemeinde Knittelfeld und die 13 Randgemeinden, fallen im Jahr ca. 1000 Tonnen Bioabfall an. Wir haben als Sammelpartner die Firma Saubermacher und der Bioabfall wird anschließend zur Firma Naturgut gebracht, um dort zu Kompost zu verarbeitet werden. Das ist uns sehr wichtig, dass wir auch mit regionalen Partnern, so wie die Firma Naturgut, zusammenarbeiten, dass die Transportwege möglichst kurz bleiben. Wie gesagt, das ist auch ein Anliegen, das uns in Bezug auf die Umwelt sehr am Herzen liegt. Gesammelt wird der Bioabfall in braunen Behältern in der Größe von 120 und 240 Litern. Entleert werden diese in den Sommermonaten wöchentlich und im Herbst, Winter und Frühjahr 14-tägig. Besonders in den Sommermonaten ist neben der Entleerung aber auch eine regelmäßige Behälterreinigung notwendig. Dies passiert in einem Arbeitsgang mit der eigentlichen Entleerung. Doch was gehört denn nun wirklich in den Bioabfall? Wenn Sie sich unsicher sind, dann bietet Ihnen der Abfallwirtschaftsverband Knittelfeld ein besonderes Service, einen geschulten Abfallberater. Ist Abfallberatung für private Haushalte, aber auch für Gewerbebetriebe, Institutionen wie Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen. Ich bekomme sehr viele telefonische Anfragen, aber auch Anfragen per E-Mail, bin aber auch in den Haushalten selbst vor Ort zur persönlichen Abfallberatung unterwegs. Heute dreht sich bei uns ja alles um den Biomüll. Was genau versteht man denn eigentlich unter Biomüll? Biomüll umfasst alle Arten von biogenen Abfällen, die im Gartenbereich und im Haushaltsbereich, vor allem in der Küche, anfallen. Wichtig zur Sammlung von Biomüll sind auch die eigenen Säcke, die dafür vorgesehen sind. Warum? In vielen Haushalten herrscht die Angewohnheit, Bioabfall in Plastiksäcken zu entsorgen. Das bringt bei der Verwertung, bei der Kompostierung große Probleme mit sich. Diese Materialien müssen händisch ausgeklaubt werden. Wo bekommt man diese Säcke? Diese Säcke sind erhältlich im Bürgerbüro in der Stadtgemeinde Knittelfeld, am Bauhof, im Büro des Abfallwirtschaftsverbandes und in den Gemeindeämtern. Die Reise des Bioabfalls geht dann weiter zur Firma Naturgut in St. Margareten. Dort wird der Sammelwagen auf der Brückenwaage gewogen und die Mitarbeiter der Firma Naturgut stellen die Art des Abfalls, die Menge, den Lieferanten sowie die Herkunft fest. Am Kompostplatz wird das Material im Übernahmebereich abgeladen und unmittelbar nach dieser werden die gröbsten Störstoffe wie Plastiksackerl, Fehlwürfe wie Restmüll und vieles mehr händisch von den Mitarbeitern aussortiert. Leider haben wir durch das vermehrte Aufkommen von Fehlwürfen in der Biotonne erheblichen Mehraufwand. Das heißt, dass wir auch sowohl händisch, also durch Personen das reinigen müssen, aber genauso auch maschinell einen erhöhten Aufwand, dass wir die Störstoffe aus dem Ausgangsmaterial rausbringen, denn es geht nur so, dass man aus einem guten Ausgangsmaterial auch einen guten Kompost produziert. Es ist leider nicht möglich, Kunststoffe, Plastik oder sogar Metalle eben zu kompostieren. Die müssen wir vorher rausbringen. Für die Kompostierung wird der Bioabfall mit zerkleinertem Strauchschnitt vermengt und im Anschluss die sogenannte Dreiecksmitte aufgesetzt und der Rotteprozess eingeleitet. Nach der Rotte wird der Frischkompost gesiebt, von Schwerstoffen wie Steinen, Metallen und noch restlichen Störstoffen befreit. Nach der Nachrotte oder dem Reifungsprozess wird der Kompost entweder als Dünger für die Landwirtschaft genutzt oder zu Erdmischungen weiter veredelt. Der Prozess der Kompostierung dauert im Wesentlichen so lange, wie es uns die Mikroorganismen erlauben und das ist ein Zeitraum zwischen 4 und 8 Wochen, je nach Qualität und je nach Material, das wir zur Kompostierung bringen. Die gute Gartenerde, die Bioerde von Naturgut, die gibt es bei uns direkt am Betrieb. Wir haben auch einen Abhofverkauf. Sehr viele Gärtner und auch Private kommen zu uns und holen uns, nehmen die Produkte dann mit und verwenden sie in ihren Gärten. Die aus dem Bioabfall gewonnene hochwertige Erde findet dann in ihrem Garten ihren Einsatz und bringt Gemüse und Blumen erneut zum Blühen. Ein perfekter Kreislauf.